Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, wir haben uns gedacht, machen wir eine Challenge Barbaros gegen mich, Leute. Der Verlierer kriegt am Ende eine Nackenschelle, aber das Witzige wird das hier sein, Leute. Bei Barbaros, Leute, haben wir auch einen zweiten Teil gedreht, der auch verdammt witzig geworden ist. Und Leute, wir haben uns jetzt 10 Begriffe aufgeschrieben, beide. Und ich darf seine noch nicht sehen und er meine nicht, Leute. Und er ruft jetzt irgendwo an. Und sobald jemand dran geht, darf er meinen Zettel mit den Begriffen aufmachen, Leute. Und er muss versuchen, so viele Begriffe wie möglich, die ich hier stehen habe, im Telefonat zu benutzen, Digga. Und du darfst anfangen. Hey, warum darf ich anfangen? Weil du Gast bist bei mir im Video. Was wie unlogisch. Hallo, Ahmed hier. Und zwar, ich habe eine Frage. I am Babbo und ich bin zwar der King, aber mein Arschloch reagiert ungesehr oft drauf. Ich wollte fragen, ob sie Red Bull im Angebot haben. Bitte was? Ob sie Red Bull im Angebot haben. Ich schau mal gerade, guck mal, einen Moment. Das ist falsch verstanden. Rede lauter, Digga, der hat gar nichts verstanden. Warum, wie lange guckt die dann? Mal aussprechen. Nein, tut mir leid, haben wir nicht. Und was ist mit den Eiern? Nein, leider auch nicht. Und was ist mit... Ganz normal die Preise. Haben Sie auch die Justin Bieber CDs da zu verkaufen? Haben wir auch nicht, tut mir leid. Auch keine Dildos? Wir sind im Großen, wir sind nur der Kleine, wir haben nicht so viel Auswahl mit den CDs. Nicht? Oh, ja, ja. Digga, Dildo, Arschhaare, Achselhaare, meinte. Mann, der hat gar kein Wort verstanden, du hast so richtig undeutlich geredet. Bist du dumm, was sagst du? Ja, okay, muss ich anrufen. Hey, bitte auf der Rotterdam-Tag. Ja, hallo, Chris hier. Ich wollte mal nachfragen, ob sie Red Bull im Angebot hätten. Was? Weil... Ich wollte fragen, ob sie Red Bull im Angebot haben, weil ich habe leider kein Auto, deswegen wollte ich mir sicher sein, wenn ich komme, ob... Ich muss sie weiter verbinden, einen kleinen Moment. Ja, okay. Kleinen Moment. Jawohl. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo Chris hier, ich bin süchtig nach Sojuk und wollte fragen, ob sie sowas bei sich im Real hätten. Was? Sojuk. Red Bull. Ja, Red Bull und Sojuk, also ob Red Bull im Angebot ist, weil ich leider gar kein Auto habe. Ja, ah, das ist super, weil ich wollte ein Foto machen, das auf Snapchat posten. Haben Sie genug da? Weiß ich nicht, da müssten Sie einmal im Getränkemarkt gucken. Ach so, ja nee, weil ich hab Fetisch auf Red Bull und das wollte ich jetzt gerne wissen. Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt hier an der Info, ich bin nicht in der Abteilung. Ach so, okay. Sie haben eine schöne Stimme, ich habe mich verliebt. Na, also ganz ehrlich, sie hören sich richtig süß an. Sehen sie aus wie Kylie Jenner? Weil dann könnten wir gerne die Nummern austauschen. Nee, Kylie Jenner nicht, aber ich habe mein eigenes Aussehen. Oh mein Gott. Okay, vielen Dank. Also die Lippen von Kylie Jenner habe ich nicht. Oh mein, schade. Tag noch. Das wünsche ich dir. Ja. Der Lachfisch ist doch das. Ey, die hat den Lachfisch ihres Lebens. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ey, lass mal dahin, vielleicht war die hübsch. Ich kann nicht mehr.
Die Arme, die konnte auch nicht mehr vor Lachen. Die hatte einfach nur Flachlicht. Ey, Leute, das war so witzig. Oh mein Gott. Ey, diese Frau, ne? Falls sie das irgendwie sehen sollte, du bist die Beste. Ohne Witz, diese Reaktion war einfach zu geil, Alter. Du hast ein Lachflecht, die hat nicht. Ja, aber ich konnte auch nicht mehr vor Lachen. Ich hatte auch den übelsten Lachflecht. Ja, wenn die Lachen muss, musst du auch lachen. Ey, so geil, ohne Witz. So, ey. Wenigstens ein fröhlicher Mensch, Alter, wäre jetzt ein anderer Grund, legt einfach auf oder fängt an zu bleiben, ja, und so, weißt du? Der hat das schon mit Humor genommen. Ja, der hat das mit Humor genommen und das ist übelst geil gewesen, Alter. Boah, Grüße gehen raus, Alter. Einen schönen Tag noch. Und ja, Leute, ich habe gewonnen. Babu, kriegst du eine Nackenschelle? Wir machen ein kleines Ding. Auf seinem Kanal wird jetzt, wie gesagt, einen zweiten Teil gedreht, Leute. Geht da rüber, Leute, gibt euch dieses Teil da auch noch. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Video wieder. Macht's gut und haut rein.